Ja, Sophie, du warst jetzt 3 Monate bei uns Werkstudentin hier an der Börse München. Was hast du in der Zeit gelernt? Also ich war ja in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und ich habe vor allem so viel Umgang mit Text gemacht, viel den Social Media Auftritt begleitet. Wir haben ja seit neuestem auch Instagram, da habe ich ziemlich viel mitgeholfen. Und dann haben wir auch immer diese YouTube-Videos gedreht. Also da habe ich auch auf jeden Fall ziemlich viel gelernt. Und ja, das würde ich so im Großen und Ganzen sagen. Wie hat sich denn deine Einstellung zum Thema Börse und zum Thema Geldanlegen verändert? Weil du hast ja vorher nicht so viel Berührungspunkte gehabt mit dem Thema, in der Schule auch nicht. Studieren tust du noch nicht. Hat sich da was geändert für dich? Ja, total. Also wie du schon gesagt hast, ich kam hierher und ich war komplett unwissend. Aber ich habe jetzt gelernt, dass auch so Studierende wie ich oder generell Menschen, die nicht total viel verdienen, trotzdem in der Börse investieren können, in ETFs zum Beispiel. Da kann man ja schon ab 25 € im Monat wirklich was erreichen. Und das finde ich persönlich eigentlich ziemlich wichtig, weil vor allem, wenn man sich jetzt den demografischen Wandel anschaut, der einfach nicht sicher ist, wie das in Zukunft mit der Rente noch klappt, die Altersvorsorge. Und ich finde, da sollte man sich auf jeden Fall ein anderes Standbein überlegen. Und da hat dann wirklich jeder die Chance. Und das war mir nicht klar. Wie schaut's denn in deinem Freundeskreis aus? Bist du jetzt schon die große Miss Börse, die große Geldexpertin? Wirst du schon um Rat gefragt? Tatsächlich ein bisschen, also vor allem von der Hanna, das sieht man ja auf Instagram, unseren schönen Chat. Sie fragt mich ziemlich viel. Aber auch was ich vor allem, wo ich vor allem den Rückhalt kriege, ist meine Familie tatsächlich. Also die interessieren sich sehr dafür, vor allem mein Papa. Und wenn es jetzt da um irgendwelche Börsenangelegenheiten geht, werde auf jeden Fall schon ich gefragt, ja. Ja gut, das heißt, du musst jetzt immer am Thema dranbleiben. Genau. Das ist schon mal gut, das ist auch so eine kleine Verpflichtung. Ja. Also du musst auch mit uns in Kontakt bleiben. Es hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.